Warte mal, ich glaube, ich bin nicht dran vorbeigeflogen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich bin ja so bei so einer Ansammlung, das sind ja irgendwie 4 Asteroiden, wo es dann reingebastelt wird. Ja, ich bin quasi mehr oder weniger direkt am Planeten vorbeigeflogen. Okay. Ich versuche jetzt mal hier zu landen. Das ist bestimmt interessant. Ich habe vor 3 Jahren was gekauft. Contact. Scan. Ich habe einen Piraten gefunden. Jo, hier ist es. Scan initiated. Contact. Ich habe eine Pathfinder LTE. 315p Explorer in 9.1. Ja, das ist das Paket, das du bekommen hast. Hast du gerade geschossen? Da ist irgendwas in der Ferne gerade. Ja, meine. Holy shit. Meine Missile. Ja, ich bin echt hier. Einen habe ich. Jetzt muss das explodiert sein. Refreshing shields. Ja, da bist du. Flare launched. Achieved. Aber missile das lock. Ist dann noch nicht in. Naja, das Schiff, das ist bei deinem Package dabei anscheinend. Also das fickt mich. Jetzt bist du in der Reichweite. Contact. Was? Meinst du mich? Das Schiff fällt um, wenn man dagegen läuft. Shields at full strength. Sounds interesting. Refreshing und shields. Da liegt so ein Teil im Boden vom Schiff. Das klingt ziemlich buggy bei dir. Also, gebuggt. Da ist so quasi Aufschrift im Boden. Shields at full strength. Kann doch nicht richtig sein. Ich bin jetzt kein Experte. So, nicht, da müsste. Spawn's mal neu. Nimm das Schiff wieder aus. Contact. Contact. Scan initiated. Ach shit, jetzt kriegst du noch hier noch welche gespawnt. Aber hier ist, glaube ich, ziemlich sicher die Stelle. Was hat denn mein Missile Lock gebreakt? What the fuck? Achieved Missile Lock. Ah, du nimmst den, dann nehme ich den an. Hostile initiated. Das Ding wird auch rot, wenn es quasi aus der Reichweite ist, ne? Diese Vorhalte. Pip. Ja. Nice, ich bin. Was ist das für ein Flieger denn? Das war eine Hornet. Das stimmt. Das sieht so geil aus, einfach, wenn es kaputt geht. So, und ich würde das halt hier vermuten. Auf den Asteroiden, diese größeren, die halt vor uns sind. Schauen wir es uns mal genau an. Also noch dürfte da im Moment ja nichts sein, ne? Mhm. Aber die haben halt so eine andere, also das ist ja auch mehr oder weniger verbunden irgendwie, ne? Das ist irgendwie so ein altes Minenteil. Ui, du bist gerade ziemlich dicht an mir vorbeigeflogen. Ach shit, ich hab dich gar nicht im Target gehabt, deswegen hab ich's nicht gerafft. Bin in meinen Precision Mode gegangen. Ja, und hier siehst du, also es sieht halt schon sehr künstlich aus, was auf dem Planeten, auf dem Asteroiden diese Kratzer, die da drauf sind, ne? Mhm. Als ob der halt gemeint worden wäre. Ich versuche mal auf dem zu landen, mal gucken, was passiert. In diesem Tal, mehr oder weniger, wo ich drauf zu fliegen. What the fuck? Schießt du gerade auf mich? Das war ziemlich close. Also hier wäre schon auf jeden Fall Platz für eine Station drin, behaupte ich. So, ich hab hier mal angehalten. Die Frage ist, ob er jetzt mein Landing Gear ausklappt automatisch.
Wenn du N drückst, ja. Glaube ich. Nee. Ach nee, das ist erst im neuen Patch dann. Da nehme ich tatsächlich nicht und es sieht nicht so aus, als ob ich hier landen könnte. Ich müsste jetzt schon relativ nah über der Oberfläche sein. Nee, du hast nur ungefähr 50 Meter. Okay, das sieht für mich anders aus. Okay, jetzt sehe ich aber meinen Schatten am Boden. Ich sehe jetzt hier aufklatschen, ey. LOL. Okay, man kann da durch. Die Frage ist, ob du wieder rauskommst. Trey, was machst du da? Ich bin der schießende Asteroid. Scheinbar, also wird man wahrscheinlich erst mit einer gewissen Geschwindigkeit an denen zerschellen, ne? Mhm. Alter, das hat jetzt gerade ziemlich geil ausgesehen. Bin ja gerade mit Vollspeed hier raus. Mhm. Hab dann einen Coupled-Modus ausgestellt und hab mich dann unter dem Asteroiden weggedreht. Also hab dem Asteroiden hinterher gesehen, wie ich halt weitergedriftet bin. Das hat so geil ausgesehen. Da bist du für mich nicht mal aufgedeckt. What the fuck? Ich kann dich gerade nicht scannen. Hast du dein Power ausgemacht oder so? Nee, eigentlich nicht. Hast du mich noch? Also ich sehe dich noch. Okay, ich dich absolut nicht. Kann ich auch nicht ins Target nehmen. Strange. Wenn wir hier weiterfliegen, also den Mond zu unserer Linken lassen, kommen irgendwann nochmal Piraten. Nochmal zwei Stück jeweils. Aha, du hast dich hier schon komplett zurechtgefunden. Ich bin einmal rumgeflogen. Lol. Weil es mich interessiert hat und wie lange das dauert. Das waren 20 Minuten oder so. Mit Cruise Mode. Ich wollte mich ja schon ein bisschen orientieren. Ah, da bist du. Auf dem Dings sehe ich dich, aber Target nehmen kann ich dich nicht. Warum auch immer. Ging jetzt zu dem Landing Mode. Ich frage mich schon, die ganze Zeit. Bei mir hat das ausgestellt. Automated ist off. Initiating Combat HUD. Ah, jetzt habe ich auch mein Combat HUD wieder tatsächlich. Ich war tatsächlich auch im Landing Mode. Ja. Du kriegst in der Außensicht halt keine Voice-Nachrichten, ne? Wegen Dynamic Range. Ja, das ändert sich ja jetzt dann. Weil da zeigt es ja, wenn du im Landing Mode bist, zeigt es dir an, no landing zones in range. Ja. Beziehungsweise man sieht es eigentlich eh, wenn dann übercoupled noch dieses automated wäre. Wäre nicht ein guter Hinweis. Alter, bist du gerade im Cruise? Ja. Du hängst mich so dermaßen ab. Ja, hallo, ich bin... Wie viel? 200 noch was? Speed-Einheiten schneller als du? Ich kann wieder auf SCM switchen. Nee, nee, passt schon. Bev, was macht dein Schiff? Hat sich's beruhigt, oder? Nee, ist ja AFK. Ach so. Dass sich nicht gemutet hat. Ist bei denen irgendwo dagegen gerannt. Wie gesagt, sobald sie laufen können, Selbstschutz ist bei denen noch nicht. Ich war ein sehr friedliches Kleinkind. Erzählen meine Eltern mir immer wieder. Bei Bekannten von uns sah das so ein bisschen anders aus bei dem Sohn. Das ist zwei Monate jünger als ich. Er hat wohl versucht, Telefone abzubauen und Ikea-Schränke hochzuklettern und solche Scherze. Also da waren, habe ich jetzt diesen Match-Modus drin oder nicht? Da waren tatsächlich diese Verschraubungen in der Wand, die du bei Schränken bauen kannst, waren da tatsächlich notwendig. Na, jetzt sehe ich dich auch wieder. Oh mein Gott, du kommst gerade ziemlich nah auf mich zu. Ich konnte dich hören. Dito. Cruise gerade, ne? Ja. Ja. Eigentlich kannst du mal den Match-Modus bei mir ausprobieren.
erstmal gemacht. Mal gucken, ob er dann irgendwie was macht. Kommen wir dir erstmal näher. Wahrscheinlich wirst du mich auch überschießen, weil er einfach zu spät das dann merkt. Ja. Aber du müsstest eigentlich langsamer geworden sein, oder? Kurzzeitig, und dann hat er wieder Gas gegeben. Jetzt wirst du aber wieder langsam. Stimmt, eigentlich. Ja, manchmal ist es sehr unpräzise irgendwie. Ich weiß gar nicht, wann ich ihn anhabe und wann nicht. Mhm. Ja, das merkt man nicht, das ist echt. Hier rechts wäre übrigens auch noch eine coole Location sonst. Wenn du hier diese paar größeren siehst, wenn du mir mal kurz folgen magst. Geht den Cruise ein bisschen schwieriger bei mir. Ja, nicht nur bei dir, ich bin gerade auf SCM geschaltet. Diese rote Anzeige an meinem Schiff. Einfach so nice aus. Du mich da weggebumst hast. Dass du das überlebt haben, wundert mich. Ohne Scheiß. Ja. Ja, ich bin noch rechtzeitig weggedreht, also anscheinend habe ich wirklich gehofft, dass man nur unsere Schilder treffen. Rechtzeitig! Deswegen ist mein Schiff im Arsch. Hier wäre halt auch eine potenzielle Möglichkeit, denke ich mal. Wobei das eigentlich zu weit draußen ist aus dem Gürtel. Mhm. Aber die sind halt von der Größe her auch, also wären auch richtig. Das sieht ja eigentlich echt vergleichsweise klein aus, bis du dann auf einmal dein Schiff daneben setzt, ne? Und dann merkst du halt, dass die mehrere Kilometer groß sind, die Dinger. Ich finde es ja auch lustig, am Seite in dem Stream erklärt, die Meteoriten, die da verbunden sind. Mhm. Denkst du, wozu die da sind? Keine Ahnung. Also ich habe immer gedacht, okay, um die Station zu tarnen oder als natürliche Barriere gegen Feinde oder sowas. Nee, aber die haben das einfach deswegen gemacht. Contact. Weil wenn du ein... Contact. Scan initiated. Ja, weil wenn du einen Meteoriten aushüllst, änderst du seine Masse und damit ja auch seine Gravitation. Ah, okay. Hier ist irgendwas Grünes in der Luft in der Mitte. Ja, das ist der Nebel irgendwie hier hinten. Launched. Irgendwie so... Nee, das sind wirklich Trümmerteile. Contact. Contact. Scan initiated. Flare ja, launched. Shield under attack. Refreshing shields. Refreshing shields. Shield. 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 Shield under attack. Achieved missile lock. Flare launched. Refreshing shields. Flare launched. Alter. Shields at full strength. Storm shield under attack. Stern shield under attack. Refreshing shields. Ich vermisse, als würde er noch auf mich schießen, Mann. Keiner ist down. Flare. Einen hab ich auch schon. Refreshing shields. Vier am Arsch. Flare launched. Ich bin die ganze Zeit auf Flares schießen. Ja, jetzt weiß ich noch über. Shields at full strength. Guck mich mit den anderen bitte machen. Zu einer Dome? Nein, das ist eine Rakete, die ich evadet habe. Okay. Ich krieg die Hornet hier nicht ein. Oh Gott. Immer schön in die Richtung strafen, aus der man gekommen ist. Alter, der kam mir gerade entgegen. Er hat's. Der hier auch. Der hat gerade eine absolute. Boah, der. Das wird ziemlich gemein. Der komplett abgebremst, dass ich ihn überschossen habe. Und das hat dazu geführt, dass ich halt in seinem Teil war. Alert. Systems overheating. Alter, den krieg ich nicht. Ich hab meinen hier fast down, aber... Alert. Systems overheating. Boah, Alter.
Der ist in der Mitte, ist komplett rot, eigentlich. Sein einer Flügel ist auch komplett rot. Teilweise so eigenartig, wenn er auf mich zukommt. Der hier verliert jetzt zwischen welchen Treibstoff oder so. Ich hab meinen Launch. Komm noch zu dem anderen für dich. So, jetzt sollte es ein bisschen einfacher werden dann. Okay, nice one. Nice fine. So, jetzt muss ich kurz das Target nehmen, dass wir jetzt nicht hier kommen. Ich halte mal kurz komplett an. So, wo ist jetzt das, was ich eben gesehen hatte? Hier. Komm mal mit mir. Ja, aber ich habe laut Radar noch einen. Ich nicht, ich habe nur dich. Ach, das ist meine Rakete. Deswegen. Hier. Ja, dieser grüne Nebel, ich schätze, das wird irgendwie so astrostarken. Das sind Trümmerteile. Wo ich hier genau neben schwebe. Stimmt. Sie haben sie wohl auch schon irgendwas geplant, würde ich vermuten. Das sieht nämlich genau aus wie in den anderen Missions, die wir schon gemacht haben, ne? Die ICC-Missions, die Trümmer. Das ist ja auch in der Mitte quasi, da müsste jetzt halt nur noch so eine Blackbox drin sein. Ich guck mir das gerade mal an. Contact. Alert. Systems overheating. Landing. Ja, wie gesagt, deswegen sind da diese Asteroiden mit diesen Stahlseilen gemacht, um halt die abgeerntete Masse auszugleichen. Und die Seile sind auch variabel und versuchen halten halt den Asteroiden stabil. Okay. Ja, macht Sinn irgendwo. Weil der sonst seine Umlaufbahn so ein bisschen verlassen wird, ne? Na genau, wenn du die Masse änderst, dann änderst du ja auch die Gravitation und alles. Beziehungsweise die Anziehungskräfte. Wo bist du eigentlich? Ich schwebe jetzt hier gerade draußen rum, ziemlich in die Mitte von dem Gewirr. Ah ja, da. Da bist du. Ja, da oben. Bist du irgendwo. Ich sehe dich halt nicht, aber gesehen, wo der Schuss herkam. Ah, da ja, jetzt sehe ich dich. Kleines Männchen. Die Sniper Rifle ist auch lustig. Die Füße kannst du aufladen. Okay. Ich kann mal hier den Chat ausmachen. Ich glaube, ich nehme die letzten 20 Minuten gleich auch noch auf. Das ist eigentlich echt cool, was wir hier gemacht haben. Was habe ich eigentlich? Nein, ich habe die noch hier. Das war deine Ballistic Rifle, oder? Ja. Wie könnte man nochmal schnell die Waffenmodi umstellen? Bei Armor wüsste ich es mit V. Hier blinkt doch was grün. Das ist so eine grüne Blackbox-Ding. Stimmt. Ich schau mal schnell, wie man den Modus umschalten kann. Ich kann das benutzen. Aber es macht nichts. Hier ist eine Waffe drin. Jetzt im Spiel aufgehängt, oder? Nee. Das ist so ein Waffencontainer-Try. Da könnte man quasi die Energy Rifle könnte man hier bekommen. Cool. Ich meine, wir haben die jetzt halt schon, aber also wenn du halt keine dir kaufen kannst. Hier. Tatsache. Waffencontainer mit Energy Rifle drin. Hammer, nice. Das sieht so geil aus mit deinen Augen, ne? Mit diesem Helm. Bei dir auch. Das ist einfach so nice gemacht. Die Rüstung. Ist hier noch mehr? Ich glaube nicht. Siehst du eigentlich gerade, wie mein Sniper Rifle dampft? Nee, ich komme mal näher ran. Wow. Warte, ich näher mich mal. Doch. Ganz leicht sehe ich da so Veränderungen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das von deinem Sniper Rifle ist oder einfach weil das Licht hier anders reflektiert dann. Doch, vorne raus, oder? Mhm. Eben habe ich es einmal gesehen. Ist ja voll geil, kann man die Schüsse. Ja. Und die Energy Rifle finde ich halt insofern geil, weil die hat halt diesen schönen Dark-Modus und den Burst, aber ich weiß nicht mehr, wie der reingeht. Ich spreche mal in den letzten 20 Minuten. Okay.